Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn. Heute möchte ich zusammen mit Anne euch mal informieren über Visionen. Aber keine Angst, es geht hier nicht um Politik oder ideologische Visionen, sondern es geht um Kuhvisionen. Und da ist Anne als zuständige Mitarbeiterin bei unserer Zuchtorganisation, bei der Masterin, für uns zuständig. Hallo Anne. Hallo Helmut. Erzähl uns doch mal, was ist eigentlich Kuhvision? Was bedeutet das? Also Kuhvision ist das neue Projekt der Zuchtorganisationen vom DHV. Es sind Betriebe gesucht worden, die daran teilnehmen, ihre Tiere genomisch untersuchen zu lassen. Das bedeutet, dass alle weiblichen Tiere in einem Bestand bis zum 200. Laktationstag und dann runter bis zum neugeborenen Kalb untersucht werden. Da nehmen wir eine Gewebeprobe mittels einer Ohrmarke und einer Zange. Das gucken wir uns gleich mal an. Und diese Proben werden dann in ein Labor eingeschickt. Und dann werden die untersucht und die Ergebnisse sind dann die Zuchtwerte, die genomischen Zuchtwerte, wie auch bei den Bullen und anderen genomisch untersuchten Tieren, die wir so kennen. Die anderen bisherigen Zuchtwertschätzungen beruhen ja auf realistischen Leistungszahlen, sage ich mal. Das sind dann die geprüften Zuchtwerte. Und was heißt genomisch? Kannst du das mal kurz beschreiben? Was heißt genomische Zuchtwerte? Genomische Zuchtwerte sind Zuchtwerte, die man auf den Chromosomen oder auf der DNA finden kann. Das nennt sich SNP-Stellen und an diesen Stellen sind bestimmte Merkmale zu finden und daran errechnen sich dann die Zuchtwerte. Als Basis ist immer eine sogenannte Lernstichprobe. Das war bis vor kurzem immer nur die Bullen als Lernstichprobe. Ja. Und die Kuhvision nimmt zusätzlich zu den Vorteilen, die der Betrieb halt auch hat durch die genomische Untersuchung, halt diese Tiere auch für die Kuhlernstichprobe. Ja, das ist eigentlich eine gute Erklärung. Schönen Dank schon mal. Und jetzt können wir euch ja mal zeigen, wie solch eine Probe genommen wird. Also wir haben hier die Ohrmarke. Und zwar ist dies, ist auf jeder Ohrmarke steht auch die Lebensnummer der Tiere, das heißt die gelbe Ohrmarke, die die Tiere über die HI-Tier haben, über die sie gemeldet wurden und über die sie auch beim Zuchtverband gespeichert sind mit ihrer Abstammung. Und hier kommt dann die Gewebeprobe rein. Kann man noch nicht viel sehen. Die ist noch leer. Die ist noch leer, da wollen wir gleich was reinmachen. Hier ist ein Deckel drauf. Und auch hier steht noch einmal die Ohrmarke, damit im Labor genau erkannt werden kann, zu welchem Tier diese Probe gehört. Kurz und schmerzlos, hier kann man sehen, ist so ein bisschen grünes Papier und ein paar Haare. Dann haben wir die Probe schon da drin. Damit das konserviert wird, damit die im Labor auch die Probe verarbeiten können, kommt das Gewebe in so ein Röhrchen mit der Flüssigkeit. Das pieksen wir hier jetzt so zusammen, schön vorsichtig, damit das Röhrchen nicht kaputt geht. Dann ein bisschen schütteln, damit die Flüssigkeit an das Gewebe kommt, damit es nicht verschimmelt. Und dann ist es schon fertig. Und so schicken wir es ins Labor. Ja, Anne, das hast du uns toll erklärt und gezeigt. Ich denke, dann hoffen wir mal auf gute Ergebnisse hier für unseren Bestand. Und dann sagen wir euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.